Das EEG 2017 wirft seine Schatten voraus. Tatsächlich zum 01.01.2017 müssen sich alle Projektierer und Anlagenbetreiber mit dem Ausschreibungsverfahren beschäftigen, was bisher nur die Photovoltaikanlagen beschäftigt hat. Und tatsächlich stellt sich doch als sehr große Hürde und als Investitionshemmnis dar. Für kleinere und mittelständische Projektierer wird es darauf ankommen, gerade die Bürgerbeteiligungsmodelle zu wählen und so ihre Projekte noch zu realisieren. Der Gesetzgeber hat da einige Möglichkeiten offen gelassen. Die gilt es nun konsequent umzusetzen und so weiterhin die Investitionen realisieren zu können. Daneben haben wir noch ganz viele weitere Gesetze, mit denen der Gesetzgeber uns gerade überschwemmt. Und darauf wird es auch ankommen, diese Gesetze zu durchdringen und so sich keine Schwierigkeiten zu bereiten.